So, dann starten wir wieder. Wieder raus. So, da sind wir wieder. So, die Frage ist, ich brauche eine Soul Vial unbedingt. Habe ich nichts, war klar. Bin mir ziemlich sicher, dass ich sie schon gebaut habe. Weiß nur nicht, wo ich sie habe. Habe ich sie denn nicht mehr? Die habe ich da, klar habe ich die schon gebaut. Ich habe auch da, das Ender-Ding da. Den gelassen. Ein Ender-Resonator oder wie das hieß, habe ich den noch benutzt. Wieder irgendwo verloren, ne? Muss ja. Und Mist. Ich habe definitiv zu wenig Naserquarz. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Wie viele Dark Gems habe ich denn? 26. Wenig. Stück. Drains Blood. Drain Block. Frage ist, ist das das Ding, was für die Spikes ist? Mikey Claws. Weil ich weiß, dass es so ein Podest gibt dafür. Da muss das ja im Prinzip sein. Da gibt ja nur die beiden. Drains Bloodstain Blocks. Habe ich noch ein Buch gelassen davon? Lusaka 87. Einen wunderschönen guten Tag. Mit der Buch hier drin? Remote gucken. Okay. Das Buch nochmal. Da. Ne, das. Ne, das hat nicht. Da. Origins of Darkness. Das ist da. Blood Extraction. Relics, Items, das ist mir schon. Spike Claw, Spike Plate. The Power, bla bla bla. Spike Claws. Potentia Sphere. Environment Accumulator. Gut, da bringt mir hört sich wenig. Ohne Blut. First Age. Bitte irgendwo. Ignorant Spirit. Wer hatte die Spirits überhaupt? Ignorant Ring. Make a track, summon. Ignorant Spirit, wofür sind die denn? Catching Spirits. Warum gehst du nicht wieder auf dein. Also. Felix.
100 Flash? Nee, ich will eigentlich wissen, wie man das mit dem Blut macht. Production, Exalted Crafter, nein, nein, nein. First Age, Second Age. Ah, Blood Extraction. Blood Chest, Blood Infuser, Blood Extraction. Using some bla bla bla. Mit den Spikes. Wie funktioniert das denn? Ich weiß, dass beim Cerberus sowas steht. So, hat eine Bloodshard, okay. Hat den Fusion, ja. Denkt. Aber wie krieg ich denn? Ah, die Viecher sind so zu kotzen, ne? Ich werde so bis 3 circa streamen. Bis 4. Bis 3. Dann stirb. Wann denn die Spinne? Ich habe keine Ahnung. Über so lange im Keller. Ciao. Was ein bisschen was für mich, okay. Ich muss erstmal überlegen, wie ich da Blut kriege. Drains Bloodstained Blood. Bläh. Genau. Die Frage ist, wenn ich jetzt da drunter gehe. Mal blöd gesagt. So, dann haben wir hier die. Da sind die Platten. Das ist natürlich ein Problem, wenn jetzt welche runterfallen. Ne, so nicht. Ein höher, ne? Jetzt ist das Ding hingefallen. Ja. Oh. Gleich. Achso, da. Oh, danke schön. Danke! Wo ist mein Pedestal? Da sind die Spikes. Kann ihr die Bienen mal genau erklären? Ja, ich würde es gerne. Das Problem ist, bei dem Modpack ist das extrem teuer. Aber ich kann dir gerne gleich was erklären. Also wenn du was wissen, wenn du das spezifisch wissen möchtest, frag einfach. Also eigentlich weiß ich, ich kenne mich relativ gut mit Bienen aus. Könntet ihr da mal sterben jetzt da? Thank you.
Stichzimmer? Alter. Ich hätte die nie aufmachen sollen. Den Mist. Achso, ja. Klar. Wie gesagt, egal, ich kenne mich relativ gut damit aus. Was? Wo kam der Creeper jetzt wieder her? Was ist denn da los? Da war doch gar keiner. Boah, ey. Nö, dazu machen wir. Wo denn? Wo krieg ich denn Schaden her? Willst du mich verarschen? Okay, da kann ich auf jeden Fall was draufpacken. Im Pedestal. Frage ist natürlich, muss ich jetzt irgendwie einen Tank darunter kloppen? Von was kriege ich jetzt bitte schön, von was kriege ich hier Schaden? Kann ich da irgendwas Jetpack-mäßiges dran klatschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Innovation, die Name braucht man, um das aufzuladen oder was? Kann ich da nicht irgendwie irgendwo dran bauen? Ich glaube nicht, oder? Verdammt. Ja gut, man kann das hier, das Armor bauen, klar. Wow. Jetzt habe ich eine Schaufel aus der Nähe geschmissen. Komm, Schaufel. Komm, Schaufel. Muss ich doch bestimmt irgendwie was da drunter packen, ne? Irgendein Tank, whatever. Und tanken, ne? Also meine ich, habe ich einfach gelesen gerade. Dann nehme ich einfach einen Fluid-Tank. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist, ob das überhaupt geht so. Du hast was vergessen, hast du geschrieben. Was? Oh, die Chest, ne? Fluid Tank mit einem Fluid Duck dran, vielleicht. Ja, ja, alles gut. Der kommt ja gleich. Ich sage auf jeden Fall schon mal einen herzlichen Dank. Das geht auch. Guck mal.
Hold in inventory when slaying mobs. Aha. Gott, du bist doch wahnsinnig, ey. Dark Solarium Jetplate. Das ist halt ganz schnelle Ding. Ja, ist es. Kriege ich eigentlich noch Schaden jetzt? Ja. danke. Ist. So, dann mache ich das da jetzt mal so und baue mir den Blood Extractor. Und ich glaube, ich ja noch alles haben sollte. Ich höre einen Zombie, das ist gut. Wo bist du? Ich dir jetzt Blood? Jo. Dann weiß ich ja, was ich jetzt mache. Dann brauche ich gleich noch den Blood Furnace. Infuser, Entschuldigung. Brauche ich hardened Blood Shards. Das Problem ist, den muss ich mit dem bauen. Mit dem Dark Power Gem. So. Den kann ich aber nur bauen, indem ich diese vier non-hardened. Kann ich das dann. Kann ich den Mist hier dann noch auskippen? Frage. Wie gesagt, ich wollte nur mit Blood Magic schon mal ein bisschen anfangen, den Anfang machen. Hier mit dem Willen und schon mal den Blutaltar ein bisschen. Den werde ich wahrscheinlich. Wow. Hast du jetzt irgendwie geschossen, du Penner? Was ist denn los? Da ist denn ein Problem, Junge. Hä? Alte Bratze. Der scheiß Witch. Bist du vergiftet? Oh, hast du dich selbst vergiftet? Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich merke schon. Kriege ich da jetzt was raus oder nicht? Oh ja. Alles klar. Also ich muss einen Power Gem in 5 Dingern reinschmeißen. So, Dark Gem in the middle of a pool with at least 5 non-hardened blood blocks. Das heißt, wahrscheinlich ein 3x3 und dann ein paar Blutdinger da rein und dann ab geht's. So verstehe ich's. Ja, okay. Gut. Ich könnte mal die Wand hier weiter einreißen. Können wir langsam ein Dach drauf bauen, ne? Ich weiß immer noch nicht, was für ein Holz. Was für Steine nehme ich denn für ein Dach? Was für Steine habe ich denn momentan? So. Slate nicht. Definitiv nicht. So ein Holzdach wollte ich eigentlich nicht bauen, wenn er wohl Stein nehmen. Aber was für ein Stein. Ich baue noch die Painting Machine auf jeden Fall. Es gibt auch, glaube ich, nichts, was so ähnlich aussieht wie, wie so Dachziegel oder so, ne? Also ich glaube, sowas gibt es gar nicht.
Texturiert. Mist. Der wäre etwas näher dran gekommen auf jeden Fall.